Willkommen zu meinem neuen Video. Das hier ist eine alte Philips Tonbandmaschine, genau genommen eine 4510. Das Ding ist alt, aber gut. 45 Jahre alt, aber es tut ihren Zweck. Ich habe jetzt den Azimut eingestellt. Gut, Azimut erkläre ich mal im anderen Video, aber sagen wir mal, die Tonköpfe sind eingestellt. Nur was man. Es wird behauptet, alle 20, 50, 100, ja, ist im Prinzip wurscht. Wird behauptet, man muss entmagnetisieren. Entmagnetisieren ist wichtig, weil wir nehmen ja auf Rost auf. Ja. Was ist in dem Kunststoff drinnen? Ja? In dem Kunststoffband ist Metalloxid drinnen. Oxid, Chemiker, weiß, ist Rost. Ja? Und wenn es das Band hier an diesen Teilen reibt, reibt sich natürlich der Magnetis das Magnetfeld ab und das ganze Metallteile, wo das Band da in Berührung kommt, wird magnetisch. Und das muss man von Zeit zu Zeit entmagnetisieren. Und dafür nimmt man eine Entmagnetisierungsdrossel. Und ich zeige euch heute ganz schnell und kurz, wie das wirklich funktioniert. Ja. Nicht so, wie es da beschrieben wird auf manchen YouTube-Videos mit ganz kompliziert. Und da muss man Kreise machen und dann ganz große Kreise von 3 Metern. Äußer Blödsinn. Wichtig ist, dass wir das Ding mal abschalten. Ja? Es muss komplett spannungsfrei sein. Dann stecken wir die Entmagnetisierungsdrossel an. Ja? Und sie arbeitet schon. Und dann halten wir die so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann fahren wir jetzt nochmal ganz langsam drüber. Vor allem über die Köpfe. Und jetzt ganz in langsamen Bewegungen, ja, entfernen wir uns langsam so auf, ja, ungefähr einen halben Meter von den Köpfen. Ja, und schalten wir das Ding wieder aus. Und das war's in Wirklichkeit. Mehr Hexerei ist doch nicht dahinter. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.